Hallo Leute, wir sind heute im Mali Signature. Das ist hier eine wunderschöne Anlage in Hua Hin, die wir uns anschauen werden. Christian ist auch wieder am Start und er wird uns heute durch diese Anlage führen. Und ja, ich bin gespannt, weil das ist offensichtlich eine sehr beliebte Anlage hier. Ich habe sie überhaupt noch nicht gekannt und ich denke, wir legen gleich los. Moin Christian! Moin Mario, grüß dich. Du hast für uns heute ein... Ist das ein Townhouse? Townhouse, genau. Zu okay. Deutsch wahrscheinlich Reihenhaus. Mhm. Wir sind im Mali Signature. Die haben auch die klassischen Mali-Villen. Das ist ja, hast du gesehen, beim Reinkommen, das ist die Anlage dahinter quasi. Mhm. Und am Ende der Anlage haben wir dann hier so eine kleine Siedlung von 16 Reihenhäusern, die sich dann diesen großzügigen Gemeinschaftspool teilen. Ja, und da ist noch ein Unit frei, das letzte, oder was? Genau, das war mal die Show-Unit. Aha. Und die steht jetzt aktuell zum Verkauf für 3,9 Millionen. Aha, oh super. Ja. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, oder? Gehen wir mal, ja. Hier haben wir, wie gesagt, den Gemeinschaftspool, Außendusche, Toilettenanlage und dann da vorne einen Grillplatz, den man sich ja mieten kann für private Veranstaltungen quasi, also wenn man seinen Geburtstag feiern möchte oder ähnliches. Wir haben allerdings in der schönen Unit auch selber noch den Grill vorne stehen, von daher ist die Frage, ob man es dann wirklich braucht, aber ja. Schön zu haben, allemal würde ich sagen. Ist der Grill dabei, wenn man da die... Der ist dabei. Ist alles möbliert, so wie man es jetzt sieht? So wie man es sieht, ganz genau, ja. So, schaut das hier aus. Da geht's rein. Ich habe vorher übrigens noch gesehen, die haben hier so elektrische Rollladen. Also da kannst du da komplett dicht machen abends. Da kommt auch keiner rein. Schau, hier macht es ja gerade. Ist auch noch cool. Kannst du bis ganz runterfahren, genau. Ja, kannst die Hühnerbox schließen, genau. Echt cool noch. Also ein bisschen Einbruchschutz noch, wenn man ja, nicht da ist. Ja. Einbruchschutz, Sonnenschutz, Regenschutz, gerade heute. Und so schaut das Ganze hier so aus. Echt das schick. Das war wie gesagt die Show-Unit damals. Ja. Entsprechend super nett eingerichtet, kommt so wie es ist. Das hier angefangen mit Fliegengittern. Ist die klassische Orchid Palm Homes Qualität. Mhm. Ja, ist nicht die. Geht. Oh! Boah, das ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt wo du sagst. Mittlerweile weißt du ja auch endlich, dass es Air-Condition ist. Ja, Wärme steigt, das haben sie noch schlau gelöst hier. Hä? Die Hitze geht hier nach oben und wird runtergekühlt. Nicht schlecht. Ja, wir haben hier 115 Quadratmeter. Ja. Zwei Schlafzimmer, zwei Bäder mit einer ja, recht netten Küche. Mhm. Du siehst, Hefele, immer gute Qualität. Dann die Fliesen in Holzoptik, hast hier einmal so einen lang schlauchförmigen Gang, der dann hier einmal zum Schlafzimmer Nummer 1 geht, was ensuite ist, also ein Badezimmer hinten dran. Kannst gerne mal gucken. Aha, da noch der Kleiderschrank. Genau, Einbauschränke. Oben auch wieder die Aircon, die Flachen, ja. Aha, und das ist... Das Bad! So schaut's aus. Ja. Schick. Haben sie nicht gemacht, oder? Gell, ja. Ja. Schaut noch cool aus, so mit diesen Ziegeln da so gemauert, Style. Da, so eine Art Dschungeldusche. Ja, genau. So eine Dschungeldusche. Hat auch extrem viele Fenster da oben noch drin, überall da. So Licht, dass halt ja, noch ein bisschen Licht reinkommt. Hier, das ist ein innenliegender Raum. Ja. Da musst du halt irgendwie versuchen, da noch ein bisschen natürliches Licht reinzubekommen. Ja. Hier hast du dann das Gästebad. Mhm. Auch wieder mit Dusche. Oh, ja, das schaut noch cool aus hier. So die gemauerte Kabine da. Und dann hier das Schlafzimmer Nummer 2. Auch wieder Einbauschrank. Mhm. Fliegengitter und ja, einfach ist wirkt ein bisschen heller, weil es natürlich nach außen. Ja, da hat man ein Fenster nach draußen. Fenster ja. Hier, genau. Mhm. Wir können auch einmal kurz nach draußen gehen. Das hier hinten nämlich noch eine kleine einen kleinen Außenbereich. Mhm. Das wären ja dann die Fenster. Hast du dann die Klimaanlage, Wasserreservetank. Beim Wasserboiler und hier ein Wasseranschluss, wenn du zum Beispiel ja, für eine Waschmaschine ja. kannst es auch, ja,
kannst eigentlich im Prinzip machen, was du möchtest. Ne? Aha. Also eine kleine Sitzecke einrichten und dann einmal die Richtung schauen, wenn du magst. Was ist das? 2000 Liter? Ja, das sind 2000 Liter. Ja, das ist noch gut auch für Revision und so. Alles zugänglich, alles sichtbar. Wenn man es umtauschen muss oder so, hast du alles hier hinten, auch die ganzen Klimageräte. Ja, vor allem hast du ja auch Platz, irgendwie noch Sachen zu lagern. Ja. Oder eben eine Waschmaschine haben wir, die kannst du draußen machen, gell? Ja, ja. Was sagst du, den Fliesen? Ja, die Fliesen gefallen mir schon beim letzten Mal im Haus, da diese Holz. Ja, diese Holzoptik. Ja. 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 Das ist knappe 3 Jahre alt, das ist mhm. Wie gesagt noch nie bewohnt gewesen. Ja. Ich kenne hier 2-3 Leute, die das als Investmentobjekt gekauft haben und die vermieten es aktuell, also langfristig. Ja. Das ist natürlich, wenn du jetzt hier einmal rausguckst, das ist natürlich eine schöne Anlage. Du hast beim Mali oder bei den Orchid Palm Homes Anlagen auch wieder den Shuttlebus dabei, wie am Tag hier. Ja. Hast natürlich die Pflege der Gemeinschaftsanlage, also des Pools, der Gartenanlage und auch des Barbecue-Platzes mit dabei mhm. und zahlst dafür im Jahr 47.000 Baht, das heißt knapp unter 4 im Monat. Aha. Also das sind etwa etwas über 100 Euro, plus genau, minus. Genau. Ja, ja. Kurs, ja. Aha. Ja. Und was haben wir hier? Ist das auch noch Alarmanlage? Oder ist Alarmanlage, das genau, hast du auch noch dabei. Ah, okay. Ist halt doppelt und dreifach gesichert hier. Ja, ja, das ist interessant. Hast du natürlich ja. vorne auch einen Security Guard, als wir reingefahren sind, hast du gesehen. Ja. Und die nehmen ihre Arbeit auch sehr genau. Also wir ja, hab ich gesehen, Fotos ja. machen, etc. Ja. Das ist schon gut. Ja. ja, und Parkplätze, das sind hast hinten. Hast du da, wo wir parken einmal und hast hier auf der anderen Seite auch nochmal, genau. Das sind quasi ja, öffentlich zugängliche Parkplätze, aber dadurch, dass es hier halt nur 16 von diesen Reihenhäusern gibt, sind die natürlich nicht immer alle komplett belegt. Ja. Du hast dann hier noch einen Spielplatz um die Ecke für Kinder. Aha. Und nebenan dann direkt das Managementbüro. Das heißt, wenn du mal irgendwelche Probleme haben solltest mit deiner Immobilie, dann sind die gleich hier. Geholfen, ganz ja, klar. ja. Ja. Okay, ja. Dann kannst du dich hier dann hinsetzen. Hast ein bisschen Bergblick. Und ich finde halt gerade diese Unit hier ist natürlich im Vergleich zu dem da drüben zum Beispiel, finde ich das. Ja, so eine Ecke, hier, weil fast. Du in der Ecke bist, hast ein bisschen ja. mehr Privatsphäre, hier hast du natürlich weniger Fußverkehr. Ja, hast noch einen Nachbar, genau. Ja, auf der anderen Seite ist das alles ein bisschen offener. Ne? Also hier hast du schön ein bisschen deine Ruhe, mhm. netten Ausblick Richtung Berge und Pool. Und ja, ich denke für 3,9 ist kein schlechter Preis, ja. ja. Und das kann man auch ganz normal kaufen, wie wenn man ein Haus kaufen möchte, nehme ich genau, an, oder? Es ist aktuell gepachtet, das Land quasi, also es läuft wie über eine Pacht, das ist jetzt nicht wie ein Kondo. Ja, ja. Das ist Freehold-Erwerb, sondern aha. ist halt für uns Ausländer wieder nicht ganz so einfach. Ja, aber ja. Aber gibt Möglichkeiten. Aber gibt Möglichkeiten. Genau. Ja Leute, das war's hier vom Mali Signature. Mal ein Reihen-Einfamilienhäuschen, habe ich glaube bis jetzt auch noch nicht wirklich groß gezeigt. Werden wir aber auch in Zukunft wieder mal anschauen. Townhouses etc. auch 2-3-stöckig, je nachdem was es gerade gibt. Dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.